Wir sind zurück zur zweiten Halbzeit, zu den letzten 45 Minuten dieses zweiten Spieltags beim Weltpokal 2022 aus Setúbal südlich von Lissabon. Wetter, wir haben es eingangs erwähnt, ist ja wirklich miserabel. Man muss es einfach so sagen, wir hatten wirklich zwei schöne Spiele hier in diesem Stadion. Man kann so ein bisschen mehr sogar sehen von der Tribüne oben, aber heute Abend ist das einfach nur Regen, nass, der Platz völlig unter Wasser, wir sehen es teilweise, und auf den Tribünen, weil dieses Stadion eben kein wirkliches Dach hat, ist doch einiges inzwischen vom Himmel runtergekommen. Die Fans sind da, Stadion ist ausverkauft, das haben wir mal so geschätzt in der Halbzeit. Aber das ist heute Abend was für die, die das Ereignis wollen. Und das ist ja auch schon den ganzen Tag so hier in Portugal. Vorhin zwei Spiele schon am Nachmittag, auch im Regen. Heute Abend wurde es nicht besser. Doan. Japan mit der besten Chance kurz vor der Pause. Und vielleicht gibt es noch mal so ein bisschen was an Aufwind gegen das Turnier aus. Ungenaue Flanke. Minamino. Endo. Fuhashi. Doan. Super gespielt. Schöne Möglichkeit. Nächstes Lebenszeichen von Japan. Es sind 40 Minuten, die noch bleiben gegen das Turnier aus. Stand jetzt Mexiko, sicher Achtelfinalist, Japan sicher ausgeschieden. Am letzten Spieltag Japan gegen Italien und Mexiko gegen die Schweiz. Mitoma. Moroya kriegt den Ball, aber stolpert ihn ins Aus. Ja, wenn man jetzt das Stadion hinten sieht, ich weiß nicht, ob Sie darauf geachtet haben, sind doch einige Plätze leer. Das liegt daran, dass doch der oder die ein oder andere ein bisschen im Innenraum geblieben ist. Wenn man so in die Gänge reinschaut, stehen die Leute und versuchen das Spiel im Trockenen zu verfolgen. Dos Santos geht und der erste neue Mann bei den Mexikanern ist Andres Guardado. Einst in der Bundesliga in Leverkusen gespielt. Gallardo. Guardado. Jiménez. Jiménez, Lozano, Herrera trifft den Ball nicht. Schöne Kombination, schnell gespielt von eigentlich den dreien, die vorne das Geschehen prägen. Herrera, Lozano und Jiménez. Wieder Jiménez, diesmal raus für Corona. Und Rodriguez, abgeblockt. Herrera, zweiter Ball für Mexiko. Jiménez. Oh, der nächste Fehler. Corona. Ball weggerutscht. Ungefährlich. Harmlos. Abstoß für Japan. Stunde gespielt. Sie brauchen ein Tor. Das Team von Eiji Kawashima. Und Moriyasu wechselt doppelt. Sakai geht. Moroya geht. Und neu drin Choji und Yoshida bei den Japanern. Antuna ersetzt Lozano bei Mexiko. Beide Teams also mit zwei Wechseln in diesem Spiel. Corona. Grätsche vorbei von Japans Verteidiger. Nächste Möglichkeit.
klasse gehalten von Kawashima. Corona. Sie versuchen es rauszuspielen, die Japaner. Das hat jetzt bis zum langen Ball ganz gut geklappt, aber schon das ein oder andere Mal dadurch in Gefahr gebracht. Auch hier mit der Kombination gelöst. Rodriguez grätscht. Vorteil für Japan. Karte könnte folgen bei dem Einsteigen des Mexikaners. Das, wie ich finde, hier beim Weltpokal ein ganz guter Trend. Das Spiel läuft oft weiter. Karten werden hinterher vergeben. Spielfluss soll erhalten bleiben. Und das funktioniert auch sehr oft. Corona für Guardado. Richtige Aktion. Itakura. Minamino. Doan. Bisschen Platz mal. Auf rechts. Für Doan. Und Minamino. Nächster guter Angriff. Aber es müsste irgendwann mal das Tor fallen für Japan. Minamino mit dem Abstoß. Das ist die Grätsche, für die es jetzt nachträglich in der Tat gelb gab. Nächster Wechsel. Mitoma geht. Und neu drin ist Ito, glaube ich. Zunächst mal Ecke Japan. Also Ito neu drin. Für Mitoma. Und Lainez für Corona bei den Mexikanern. Jiménez. Herrera. Jiménez und nochmal Antuna eingewechselt in die Arme von Kawashima. Viertelstunde noch. Japan hatte die Möglichkeiten. Wenn wir an Furuhashi denken, an Minamino, es gab dann doch die eine oder andere Chance, dieses Spiel mit einem anderen Ergebnis zu beenden, wenn es dabei bleibt. Durchaus bitter für Japan, aber noch ist Zeit. Furuhashi versucht es. Aus der Distanz. Irgendwas fehlt immer bei den Japanern. Furuhashi, Torschütze im ersten Spiel, fehlt bei Celtic, 27 Jahre alt. So ein bisschen die neue Generation dieser japanischen Mannschaft, die alle 24, 25, 27 Jahre alt sind und so allmählich dieses Team etwas verjüngen. Jiménez. Lainez. Gut von Itakura. Kamada. Gut gespielt. Ito. Nächste Chance für Japan. Ito legt quer. Und wieder Furuhashi, Ito, Minamino. Nächster Abschluss gehalten von Guillermo Ochoa. Klasse gehalten. Wichtige Parade von Mexikos Torwart. Mit Nachspielzeit. Bisschen über 10 Minuten noch für Japan. Es muss das 1:2 her. Ansonsten wird hier heute Abend im Regen von Shirtubai Japans Turnierhoffnung schon vorbei sein. Und das nach insgesamt zwei ansehnlichen Spielen, die diese Mannschaft gezeigt hat. Mit neuen Spielern, die gute Aktionen gesetzt haben. Furuhashi allen voran, Ito. Aber es waren am Ende die Tore, die gefehlt haben bei zu viel vergebenen Chancen.
Kawashima bleibt im Tor. Antuna. Tomiyasu. Und nochmal. Lines rein in den Strafraum. Für Mexiko wäre es das dritte Mal in der K.O.-Phase beim Weltpokal. 2019 und 2018 haben sie es nicht geschafft. Lines. Guardado. Alvarez. Pereira. Jimenez für Guardado. Kawashima hält Japan im Turnier. Aber der Ball muss nach vorne. Kawashima sofort weiter. Kamada immer wieder jetzt weite Bälle auf Ito. Es gibt nochmal Ecke. Für Japan 90. Minute. Südkorea hat ein 1:3 noch zum Unentschieden zurechtgebogen. Kopfball verpasst. Aber da ist Yoshida. Ito, Quersteger, kommt nicht durch. 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten für Mexiko bis zum Achtelfinale. Jimenez, Ball ist draußen. Gallardo kriegt ihn nicht vor der Linie. Nochmal Japan, aber so allmählich spindet womöglich dann doch die Hoffnung. Minamino nochmal. Nicht durchgekommen. Yoshida. Endo. Yoshida. Stehen sich selber im Weg. Minamino. Und Ochoa hat den Ball. Und das war's. Schluss in Setúbal. Mexiko gewinnt durch die beiden frühen Tore gegen Japan mit 2:0. Der zweite Durchgang war sicherlich nicht unbedingt das, was Mexiko spielen will beim Weltpokal. Denn das war unterm Strich dann doch zu wenig. Sie haben sehr viel Glück gehabt, dass Japan die Chancen nicht genutzt hat. Auf der anderen Seite muss sich das Team von Hajime Moriyasu einfach vorwerfen, dass die Chancen nicht genutzt wurden. Es war möglich, hier das Weiterkommen zumindest mal am Leben zu halten. Auch nach den beiden Gegentoren hätte Japan mit den vielen Chancen den Ausgleich schaffen können. So ist es dann doch das Turnier aus. Am letzten Spieltag kann man gegen Italien an der Entscheidung dieser Gruppe noch mitwirken, aber es wird für Japan eben selbst nicht mehr reichen. Die Tabelle ist klar, Mexiko vorne und durch, Japan ausgeschieden und dahinter Schweiz und Italien mit einem klaren Vorteil für die Schweizer am letzten Spieltag. Sie haben allerdings das Spiel gegen Mexiko noch vor sich. Wir melden uns wieder mit den Konferenzen. Es geht los mit den Gruppen A und B. Unter anderem Portugal gegen die Niederlande und Brasilien gegen Kroatien. Wir zeigen natürlich die Highlights der Parallelspiele dann in Zusammenfassung später und informieren natürlich auch über die Spielstände. Denn in allen Gruppen gibt es noch einige Entscheidungen, die am letzten Spieltag getroffen werden. Das war's. Tschüss aus Setúbal und bis zum nächsten Mal beim Weltpokal 2022.